Die Feuerwehr Darmstadt wurde heute Morgen um kurz nach 7 alarmiert zum Verkehrsunfall mit LKW auf die BAB 8, Fahrtrichtung München. Die Feuerwehr Darmstadt rückte dann aus und fand vorne einen LKW auf der Seite liegend. Der Fahrer war eingeklemmt unterm LKW. Mitbeteiligt waren ein PKW mit 4 Personen besetzt. Fahrer auch eingeklemmt, musste mit technischem Rettungsgerät geborgen werden und wurde dann alle den Rettungsdienst übergeben. Dann.